Eva Herrmann, seit fast 20 Jahren das Nachrichtengesicht. Sie soll bei der Tagesschau Nachrichten lesen, aber nicht machen. Vor einem Jahr beginnt sie ihren Feldzug gegen die Frauenbewegung. Im umstrittenen Buch Das Eva-Prinzip fordert sie Frauen zurück zur Familie und vor einem Monat dann ihr missverständlicher Satz zur NS-Familienpolitik. Es ist damals eben auch das, was gut war. Und das sind Werte, das sind Kinder, das sind Mütter, das sind Familien, das ist Zusammenhalt. Äußerungen, die Eva Herrmann den Job kosten und Schlagzeilen machen. Ihr Arbeitgeber zieht daraufhin die Notbremse. Eva, am 6. September war die Pressekonferenz, in der das Buch vorgestellt werden sollte. Was hast du seitdem gelernt? Ich habe gerade gelernt, dass du schon wieder eine, genau wie in der letzten Zeit, falsche Äußerungen getan hast. Mhm. Nämlich, du hast gesagt, ich hätte mich missverständlich über die Familienpolitik des Dritten Reiches geäußert. Mhm. Und das habe ich definitiv nicht getan. Mhm. Ihr habt auch in diesem Fall gerade wieder einen abgeschnittenen Halbsatz gezeigt, der aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Das heißt, ich habe gelernt, um jetzt auf die Frage zu antworten, dass das, was berichtet wird in der Presse, häufig zu überprüfen ist, weil es häufig auch nicht stimmt. Was treibt mich denn in die Wahrheit? Anscheinend höre ich die Flöhe husten und das Gras wachsen, scheine Dinge zu sehen, die andere nicht erkennen können oder nicht erkennen wollen. Haben alle recht? Habe ich mich verrannt? Das Originalband der gesamten Pressekonferenz wird nicht herausgegeben. RTL hat es aufgezeichnet. Auf diesem Band ist zu sehen, dass ich mich mehrfach, nicht nur in diesem Zitat, vorher und nachher, von allen diesen Ideologien ausdrücklich distanziere, mit tiefster Ablehnung diese Begriffe aus diesem Dritten Reich auch bewerte. Die braune Keule wird von vornherein geschwungen, wenn man sich heute für Werte einsetzt, für Kinder und für Familie. Wo ist denn unsere Verantwortung, vor allem den Kindern gegenüber, denen wir einmal diese Welt übergeben werden? Redet doch mal von den Kindern. Es kann doch nicht immer nur sein, dass es um die Selbstverwirklichung der Frauen geht. Aber es muss ja auch politisch durchgesetzt werden. Ja, genau. Aber da sind wir doch alle hier, die falschen Ansprechpartner. Können wir so tun, als ob immer die anderen an allem schuld sind? Nein, ich mache da nicht mit. Und sollte mein Sohn eines Tages vor mir stehen, anklagend, und mich fragen, warum ich mich beteiligt hätte an diesem Scherbenhaufen von Land, dann will ich ihm wenigstens antworten können, ich habe alles versucht. Wir sitzen jetzt hier in einer Sendung und mir wird pausenlos unterstellt, ich sei im Kopf rechts. Und ich bin es einfach nicht. Ja, oder nicht überlegt. Entschuldige mal, dann überlegst du nicht. Es sagt ja keiner, dass du das bist. Es sagt, dass die Äußerung, dass diesen Eindruck erweckt. Und du hast bis jetzt ja nicht gesagt, die Äußerung ist wirklich kacke gewesen. Medienleute haben Macht, mehr als alle anderen Menschen. Du sagst, die Menschen, die dich ansprechen oder dir schreiben, reden ganz anders als die Menschen, die in der Zeitung schreiben. Ja, zum Glück gibt es davon viele. Du hast dich darüber beschwert und hast gesagt, also die Formulierung war, hast dich beschwert über die gleichgeschaltete Presse in dieser Angelegenheit. Ja. Das ist keine glückliche Wortwahl, weil auch dieses Wort kommt aus dem Dritten Reich. Doch wie nutzen Sie diese Macht? Indem sie übelsten Einfluss nehmen auf die sozialpolitischen Konstellationen im Land. Verschwörungsideologien und sprechen von verlorenen Bändern, die man nicht mehr rankommt. Ja. Sie sind, das ist eine Verschwörungspathologie, die Sie dort haben. Also das ist doch sehr, sehr, sehr problematisch. Seien Sie doch ein bisschen vorsichtig mit dem, was Sie hier äußern mir gegenüber. Und ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt zu Ihnen gar nicht mehr Stellung nehmen. Und ich möchte auch nicht mehr Stellung nehmen zu weiteren Vorwürfen in diesem Zusammenhang. Denn nochmal. Wenn man, Sie müssen nur Google eingeben und da können Sie jede Zeitung durchgehen, welche Zeitung diesen Begriff bereits benutzt hat. Aber ich muss einfach lernen, dass man über den Verlauf unserer Geschichte nicht sprechen kann, ohne in Gefahr zu geraten. Ja. Den Verlauf der Geschichte? Das ist ja wohl gar nicht. In Gefahr geraten. Ja, natürlich. Das ist merkwürdig, dass selbst das bisschen Selbstanalyse, das man bei diesen fortschrittlichen und entwickelten Medienfeministinnen eigentlich erwarten würde, nahezu völlig zu fehlen scheint. Ich habe immer auch jetzt wieder den Eindruck, dass auch gar keine Freisprechung erfolgen soll, sondern es soll weiter missverständlich behandelt werden. Sie hat es gesagt, wir wollen das jetzt so und alles andere zählt überhaupt nicht mehr. Aber warum fühlst du dich denn so als Opfer? Ja, also im Moment mal, ich habe meinen Job verloren. Ja, ich habe eine. Wenn es in unserer Demokratie nicht mehr möglich ist, über solche Sachen zu reden, Moment. So ausführlich durftest du noch nirgendwo reden in den letzten zwei Monaten. Trotzdem, wenn es nicht mehr möglich ist, dann spielen wir wirklich der rechten Szene in die Hände, weil sich dann keiner mehr um die... Das ist dann ihr Gebiet.
Sie machen es zu Ihrem Gebiet, wenn sich niemand anderer mehr dafür einsetzt. Ich verstehe deinen Ansatz. Es sind ja doch die besonders spannenden Momente, wo man sich selbst so ein bisschen Gedanken macht und überlegt, wie man weitermacht. Und die habe ich mir jetzt gemacht und habe mich entschieden, dass ich mit meinen drei Gästen weiterrede und dich, Eva, verabschiede. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Diese Leute, die das Mikrofon in der Hand haben, um andere Menschen mit unliebsamer Meinung vor die Kamera zu zerren, um sie im Angesicht der Öffentlichkeit nach Strich und Faden fertig zu machen, die brauchen keinen Geheimplan. Sie sind der Geheimplan.